Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn für die PlayStation 4, Part 61. Ja, beim letzten Mal haben wir das Projekt Zero Dawn gehört. Ja, wie soll ich da anfangen? Ein Projekt, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Elizabeth, die vermutlich unsere Mutter sein könnte, aber natürlich wieder wahrscheinlich ausgeschlossen werden kann, weil das eigentlich viele Jahrzehnte zurückspielt. Aber natürlich bleibt nicht ganz aus, dass es vielleicht eine Technologie gibt, die das Altern von Menschen ja stoppt, sage ich mal. Und ja, jedenfalls ging es darum, diese Maschinen, die damals gebaut worden sind, die sollten halt für Kriegszwecke genutzt werden. Die sollen sich automatisch replizieren können, sich selber reparieren können und erstellen können. Und das ist ja aus den Fugen geraten, sage ich mal. Und dieser Ted Farrow, der ist dafür natürlich verantwortlich und möchte versuchen, sich natürlich aus dieser Sache herauszureden, weil er merkt, ah, die Maschinen machen so jetzt ihre Sachen. Und das ändert natürlich in eine Katastrophe. Und Elizabeth wollte das auf jeden Fall öffentlich machen, dass man die Schuld auf jeden Fall bei sich klarstellt und nicht bei irgendwas anderem. Weil das sind Kriegsmaschinen natürlich, die, ja, man könnte die natürlich negativ benutzen, also für falschen Zweck einsetzen. Und das will man natürlich, ja, nicht tun eigentlich, ne? Aber ich weiß nicht, wie Ted Farrow ist, ob der wirklich so ein böser Typ ist. Jedenfalls ist das eine Geschichte, dieses Projekt Zero Dawn, was sich dahinter wirklich versteckt, das müssen wir im Laufe der nächsten Folgen herausfinden. Da ich ja heute vorhatte, Quests abzuschließen, die erstmal so ein bisschen abseits der Story sind. Das heißt, wir haben ja noch die Tutorials, die wollte ich eigentlich ganz gerne noch ja, abschließen. Und ich würde sagen, ich mache direkt die Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf das Spiel hier konzentrieren können. Und ja, was haben wir hier? Erledige mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe. Das sollte doch eigentlich schnell gehen. Schauen wir mal kurz hinein. Was haben wir? Also, wir haben eine Klebebombe, Sprengbombe und eine Näherungsbombe. Also, mit der Sprengbombe sollen wir es tun. Dann würde ich doch mal vorschlagen, versuchen wir das mal. Hier ist doch irgendwo ein Maschinchen. Da, da hinten. Dann versuchen wir es mal gegen ihn einzusetzen. So, schauen wir mal die Spuren. Warten wir noch ein bisschen ab, damit dieser verdirbte Wächter hier zu uns kommt, genau. So, und dann versuchen wir ihn anzugreifen. Aha. Ich bin gar nicht hier. Das Problem ist, erledige mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe. Aha. Da wir jetzt natürlich mehrere benutzt haben, zwei Stück an der Zahl, gilt das leider nicht. Okay, dann versuchen wir es mal gegen die Einwohner hier einzusetzen. Jetzt wundert mich das, warum das nicht geklappt hat. Schauen wir nochmal kurz in die Questlog. Bezieht sich das jetzt auf Maschinen oder auf Menschen? Erledige mehrere Feinde mit nur einer. Ach so, mehrere. Puh, da müssen wir die ja locken. So wie es aussieht. Wahrscheinlich zählt es auch für Nicht-Maschinen, also normale Menschen. Puh. Ich will einbrechen. Okay, da lebt leider noch einer. Ja, das wird natürlich jetzt eine schwierige Angelegenheit. Da wir mehrere auf einmal killen müssen. Altes Ausgraben. Langweilige Arbeit. Keine Gefahr. Sehen Sie obere Route! Das wird echt schwer. Vor dem Schatten. Okay, wir müssen die irgendwie weglocken. Ja.
Also ich glaube, die verdorbene Maschine, die können wir so killen, weil die hilft uns noch nicht. So. Okay, versuchen wir es auf jeden Fall mit diesen Menschen. Ist hier jemand? Jetzt vielleicht. Schnell weg. Boah. Dämonen müssen auferstehen, bevor der Boden wieder friert. So, wir müssen die irgendwie in eine Gegend locken. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die Alten. Möge der Schatten dich verzehren. Wow. So. Jetzt trifft doch endlich. Okay, das wird wirklich schwer. Aber jetzt vielleicht. Ah, er hat sich schon leider wegbewegt. Der Sack. Mal auf das Ziel konzentrieren. Weg hier. Kniet nieder vor dem Schatten. Okay, hier kann ich leider nichts einsammeln. Puh, das wird doch ein bisschen schwerer als gedacht. Okay. Wie können wir mehrere Gegner auf einmal töten? Das wäre geschafft. Also so töten, dass es mit einem Schlag natürlich passiert und nicht nach zwei Schlägen. Boah, das wird richtig schwer, liebe Freunde. Ich muss jetzt überlegen, gibt es einen besseren Ort, wo wir das machen können? Mir fällt jetzt gerade kein besserer Ort ein. Zumal diese Orte hier leider ein bisschen schwerer sind, weil da Maschinen sind, die nicht mal eben mit einem Schuss erlegt werden können. Also da braucht man schon ein bisschen mehr. Boah. Also ich kann mir vorstellen, hier so ein Lager könnten wir mal befallen. Das könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Dafür müssen wir aber eine Schnellreise machen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Weil eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Denn die in diesem Lager, die sind ja ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig schwächer. Und wenn wir da eine Bombe hinwerfen, natürlich mit vollster Kraft da drauf werfen. Also das heißt, die Bombe lange ziehen lassen, also, ne? Damit die richtig viel Druck aufgebaut hat und dann können wir die dann abschießen. Weil ich habe gerade gemerkt, wenn man die Bombe einmal so ganz schnell abschießt, dann macht sie, glaube ich, nur 100 Schaden oder 200 Maximum. Wenn man aber ein bisschen mehr Spannung reinmacht, also man spannt diese Bombe auf unseren Schleuder und lässt den dann abschießen, dann macht es auf einmal 400 Schaden. Also das macht schon einen Unterschied. Das heißt, wir müssen eine perfekte Stelle finden, wo ganz, ganz viele Gegner zusammenstehen, sage ich mal. Und dann mit einer einzigen, ja, mit einer einzigen Sprengbombe, sage ich mal, kann man die weg ballern mit einem Schuss und dann sollte es auch funktionieren und das Tutorial ist geschafft. So viel zur Theorie. Wahrscheinlich muss man das irgendwie kombinieren. Ich guck mal eben nochmal in die Questlog hinein. Bei den anderen Tutorials. Hier haben wir zum Beispiel befestige drei Klebebomben an Maschinen. Also, das müssen wir auch noch machen. Und erledige Maschinen mit Nährungsbomben. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu... Okay. Ja, da müssen wir echt die Erfahrung damit machen, weil so kann ich das jetzt pauschal nicht beantworten, wie das, ob das kombiniert funktioniert. Das brauche ich vielleicht noch. Das müssen wir jetzt echt herausfinden. So, ein bisschen Heilung tut natürlich sehr gut. Das Problem natürlich an der Sache hier ist, wie kann ich die Maschinen mit einem Schuss wegmachen? Weil diese werden jetzt wiederum schwerer sein hier. Zumal das ja auch ein Plünderer hier zum Beispiel jetzt ist. Da weiß ich, mit einem Schuss ist hier nichts geregelt. Mal so
so wie der da. Ist auch ein Plünderer. Ja, ich versuche mir einen Plan auszuhacken. Oder wir gehen wirklich zu dieser Stelle hier. Ich glaube, das wäre vielleicht die beste Lösung. Okay, versuchen wir es. Gehen wir dorthin. Natürlich sammle ich hier noch ein bisschen was. Nehme ich für unterwegs mit. Genau, ein bisschen Heilung brauche ich definitiv. Weil ich werde wahrscheinlich die Gegner auch ein bisschen locken müssen. Und locken bedeutet immer, man muss ein bisschen einteilen. Oder einstecken, besser gesagt. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Ja, hier sind jetzt wieder ganz viele doofe Felsen. Das heißt, ich muss jetzt hier außen herumlaufen. Okay. Ja, das ist der Nachteil, wenn man hier keinen vernünftigen Punkt hat, wo man hier eine Reise machen kann. Wir sind ja jetzt ein bisschen anders platziert. Und da müssen wir noch die entsprechenden Lagerfeuer freischalten. Damit wir überhaupt das schaffen. Gut. So, da hinten ist auch wieder so ein Riesending. Hab mir wieder den perfekten Ort ausgesucht. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Gut, Lagerfeuer haben wir gespeichert. So, und da hinten ist genau Banditenlager. Würde mich nicht wundern, wenn wir einen gewissen Herrn finden, wiedersehen, namens Neil. Das wird mich echt nicht wundern. So, neues Banditenlager. Befreie die Siedlung. Ja, dann können wir auch direkt, glaube ich, anfangen. Ohne Neil. Wundert mich eigentlich. Kommt bestimmt wieder am Ende. Holen wir sie uns. Okay, das war ein bisschen zu offensichtlich, was ich gerade getan habe, aber okay. Können wir die Gelegenheit nutzen, hier direkt Heilung einzusacken. Bis später. So. Das Problem ist, mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe, das wird schwierig. Zumal die alle nicht in einer... Sie sehen dich nicht. Zumal die nicht in einer Gegend sind. Also generell schon, aber nicht sehr nebeneinander. Eher so weit auseinander. So, was können wir vielleicht mit einer anderen Bombe etwas anfangen? Gucken wir nochmal ganz kurz hinein. Tutorials. Ledige Maschinen mit Nährungsbomben, also können wir das schon mal vergessen. Und wie sieht es mit Klebebomben aus? Auch an Maschinen. Ja, dann ist die Sprengbombe wirklich eher für Menschen gedacht. Oder auch für Maschinen. Ich glaube, dadurch, dass Maschinen halt nicht so viel Schaden bekommen von uns, wird das wahrscheinlich eher auf Menschen ausgerichtet sein. Wir müssen die irgendwie locken. Machen wir einfach mal hinein. Ich weiß, das ist jetzt Mord. Selbstmord, was ich hier tue, aber das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, hier irgendwas zu reißen. Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Nimm das! Wir müssen die irgendwie in einer Gegend locken. Aua. Du bist am ich Ende. So, die sind schon mal in einer. Ja, die sind leider noch zu weit auseinander. Ich hab hier noch was. Aua. Bitte. Normalerweise macht das kein normaler Mensch hier, was ich hier tue. So, hier vielleicht. Shit, jetzt aber. Verdammt. Hat leider nicht geholfen. War zu schwach, der Angriff. Nimm das. Fuck. Hier ist noch ein bisschen Schaden gewesen. Das ärgert natürlich jetzt.
Kann man die Gegner nicht irgendwie locken? Also richtig locken, professionell. Jetzt scheinen die da oben auf diesen komischen Gerüsten zu sein. Das hilft mir natürlich herzlich wenig. Die machen wir gemeinsam fertig. Ah, schau mal. Ja, einen habe ich schon mal. Das ist gut. Das tut natürlich jetzt weh, aber... Okay, heilen. Ach, nicht heilen. Herstellen. Wir müssen die locken. Schlecht aus für dich. Ladung. So, jetzt. Ja, geschafft. Geil. Boah. Wurde auch mal Zeit, ey. Ja, geil. Freut mich. Ja, jetzt müssen wir nur noch mit den Maschinen die Geschichte machen. Das bedeutet, wir können aber hier schon, ja, kombinieren, sage ich mal. Indem wir hier alles klar machen. Na, komm schon. Ich nehme dich auseinander. Schuss für Schuss. Okay, gehen wir mal so rum. Ein bisschen heilen. Viel besser. So, jetzt kümmern wir uns endlich mal um die Gegner hier. Angriff und zurückziehen. Du stehst nicht wieder auf. So, Kopfschuss. Hier immer noch rum. Sind doch ganz, ganz viele hier, sehe ich gerade. Hurra abbrechen. Voll. Hauptsache, die hustet noch, aber ist schon tot. Okay. Hier heißt es wieder, natürlich ganz, ganz viele Dinge liegen lassen, weil ich will die ganzen teuren Sachen mitnehmen. Das steht fest. Oh, schmeißen wir hier so ein paar Holzdinger weg. So. Genau. Dann können wir das hier alles mitnehmen. Weil das ist mir alles sehr, sehr viel mehr wert. Holz kann man immer noch sammeln. Guck mal, jetzt habe ich immer noch keinen Platz. Dann lassen wir noch ein paar Dinge hier. Ein paar mehr Rohstoffe. So, das sollte erstmal ausreichen. Okay, Werkzeugfalle. Okay, haben wir schon von vornherein keinen Platz gehabt. Kein Problem. Aua! Aber hier, so die grünen Sachen, die kann man mitnehmen. Ich sehe den. Okay. Dieser blöde Rauch ist am Weg. Ich werde hier gleich getötet. Schnell hier rüber. Geht doch. Okay, noch ist irgendwo ein Gegner. So, da. Kann doch nicht sein, ey. Ich muss doch getroffen haben. So, geht doch. Okay, hier habe ich noch ein bisschen Heilung. Was soll das hier? Ich werde einfach hier angegriffen. So, da gebe ich jetzt einen gefühlten Headshot. Oder auch nicht. Ist ein Ende.
So, jetzt aber. Ja, wir haben es geschafft. Puh. 10.000 Erfahrungspunkte. Du lieber Scholli, ey. Das ist ordentlich. Sehr, sehr ordentlich sogar. Ja, dann handeln wir mal mit dem Händler. Verkauf gegen Metallscherben. Eigentlich, ne, überall wo steht Geschäfte machen mit Händlern, können wir eigentlich auch verkaufen. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir irgendwann etwas und dann ärgere ich mich, dass ich das schon verkauft habe. Okay, ich hoffe natürlich immer, dass ich immer viele Dinge habe, die ich eben mal weg verkaufen kann. Aber es waren nicht so viele Dinge, die man noch wegschicken konnte. Aber okay, ist halt so. So, ein bisschen Heilung brauche ich definitiv noch. Aber das Wichtige ist, wir haben diese eine Tutorial und diese Quest hier geschafft, die jetzt entgegengekommen ist. Also, befestige Klebebomben an Maschinen. Ich würde sagen, dass wir das definitiv beim nächsten Mal machen. Natürlich habe ich jetzt damit nicht gerechnet, dass es heute so in die Länge geht. Weil ich davon ausgegangen bin, dass das Tutorial, ja, schieß sie einfach nur ab, ne, die drei Bomben und fertig. Aber nein, du musstest sie wirklich gleichzeitig töten. Und das war noch zusätzlich schwer gewesen. Und hier sehe ich schon wieder einen Datenpunkt. Was mir Angst macht. Schauen wir mal hinein, was haben wir hier? Also, von Izzy Mandel an Murk Oslo. Mit dem Betreff, was mir Angst macht. Murk, weißt du noch, was ich in meiner letzten Nachricht gesagt habe über die Angst, die ich habe? Tja, ich weiß jetzt, was mir Angst macht. Und es sind nicht die Bots. Ich meine, klar, sie sind schrecklich, aber wenn man ihnen gegenübersteht, heißt es Leben oder Sterben. Und diese Tatsache ist in ihrer Einfachheit, naja, beruhigend. Was mir Angst macht, ist, wie sehr mir das alles gefällt. Wie sich eine DEW in meinen Händen anfühlt. Der Kick, den mir ein Gaussgewehr gibt. Mann, Murk, wir haben 3 Jahre lang in einem besetzten Haus gewohnt. Haben unsere Iros gleich gefärbt, haben tagsüber Razorwing oder Duster eingeworfen und abends Slamfunk-Gigs gehabt. Wir waren verdammte Anarchisten und jetzt das? Das? Disziplin, Befehle, Uniformen und es gefällt mir? Das macht mir Angst, Murk. Da fehlt mir diese klare Einfachheit. Ich liebe, was ich hasse oder gehasst habe. Bedeutet das jetzt, dass mein Leben... ganzes Leben nur Theater war oder ist die Person, die ich war, bereits tot? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich versuche mir einzureden, dass es eine andere Art Krieg ist. Es geht ums Überleben, nicht um Profit. Ich will mir einreden, dass es nur eine andere Art von Protest ist. Ich meine, was sind die Bots, wenn nicht die ultimativen Handlanger der Kapitalisten, oder? Nicht die ultimativen Handlanger der Kapitalisten, oder? Aber das Nachdenken ermüdet mich. Ich weiß nur, dass wir kämpfen müssen, bis Zero Dawn fertig ist. Aha, hier wird das wieder erwähnt. Wenn ich das hier überleben sollte, kann ich mir danach immer noch Gedanken über meine politische Einstellung machen. Alles Gute für dich und Klein Süd. Easy. Ja, was für ein Zufall, dass hier wieder von Projekt Zero Dawn hier gesprochen wird. Was wäre gewesen, hätten wir die Hauptmission noch nicht gemacht und wir wären als erstes hierher gekommen. Hätten wir hier zum allerersten Mal Projekt Zero Dawn gehört? Wer weiß, wie ich da dann dazu gestanden hätte, wie ich darüber nachgedacht hätte. Dadurch, dass wir natürlich jetzt die Hauptmission gemacht haben, weiß man schon Bescheid, was das ist. Aber, naja, später noch. Vielleicht soll das auch so sein, wie es jetzt ist. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir noch die anderen beiden Tutorials, definitiv. Dann, was wir auf jeden Fall noch machen... Hier, diese Aufträge. Ich glaube doch... Ich versuche, bis Freitag fertig zu werden, damit wir mit der Hauptmission weitermachen können. Aber so wie es hier aussieht... Ne, wird doch ein bisschen mehr. Ja, ich bitte dies auf jeden Fall schon mal zu entschuldigen. Also es kann sein, dass wir planmäßig vielleicht doch nicht im Plan sind, für den kommenden Freitag mit der Hauptstory weiterzumachen. Vielleicht wird es erst nächsten Montag oder Samstag. Wir müssen mal schauen. Je nachdem, wie schnell, wie gut wir vorankommen beim nächsten Mal. Da wird sich das, glaube ich, auch entscheiden. Ich werde definitiv direkt versuchen, beim nächsten Mal, wenn wir uns hier wiedersehen, schnell direkt loszulegen. Nicht viel rumzureden.
Weil wir haben ja heute nicht viel gemacht, deshalb kann ich beim nächsten Mal nicht mehr so viel sagen. Und dann können wir auch direkt losstarten und vielleicht sind wir gut und schnell und kommen direkt zur Hauptquest. Aber wie gesagt, ich wollte erstmal die Nebenmission machen, damit wir das auf jeden Fall abgearbeitet haben. Und wir sind schon fast wieder Level 37 erst angekommen. Und ja, wir hatten ja vorhin 10.000 Erfahrungspunkte bekommen, das ist knapp ein Drittel von dem, ja, was das nächste Level wieder ausmacht. Finde ich sehr, sehr gut, dass wir uns vorher erstmal so ein bisschen die Erfahrung sammeln und das entsprechende Level erreichen, damit wir dann in der Hauptquest, ich weiß nicht, wie stark die Maschinen noch sein werden in diesem Spiel, aber dann sind wir auf jeden Fall gewappnet, was das angeht. Gut, das soll es erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.